Aufstieg vom Brocken über den Hürtensteg. So, ich gehe jetzt mal bis zur Kreuzung an den Hermannsklippen runter. Ich werde das mal ein bisschen dokumentieren. Habe ich zwar schon mal gemacht, aber kann ja nicht schaden, wenn man das bei YouTube mal über mehrere Jahre verfolgen kann. Eigentlich wollte ich mal den alten Hannoverschen Stieg runtergehen. Der verläuft ungefähr 100 Meter parallel rechts vom Hürtensteg quer durch den Wald. Ich habe da mal bei Google Earth geguckt, aber es ist so gut wie nichts mehr von dem Weg überhaupt zu sehen. Ich habe ihn zwar am GPS auf der topografischen Karte noch drauf, aber das mache ich mal ein anderes Mal, weil ich heute noch andere Ziele habe, sonst wird es zu anstrengend. Das wären dann so ein Kilometer hier durch den Wald durch, also direkt rechts parallel vom Hürtensteg. Und zwar bis zum Eisernen Tisch, da trifft der Hannoversche Steg dann wieder auf den Hürtensteg. Ja, da gucke ich dann nochmal. Im Moment sieht man sehr schön den kleinen Brocken, von der Sonne beleuchtet, so ein bisschen hier vorne. Na gut. Der alte Kolonnenweg zwischen Brocken und Kleibenbrocken. Ich weiß gar nicht genau, wann die Platten hier gelegt wurden. Ich glaube, das haben die Grenztruppen gemacht, ob es in den 60ern oder 70ern war. Vorher war der Hürtensteg wohl noch relativ unzugänglich oder zumindest nicht mit Fahrzeugen befahrbar. Entzieht sich leider meiner Kenntnis. Da muss man immer mächtig aufpassen, wo man hintritt. Diese Löcher können teilweise gefährlich werden in den Platten. Tja, ist immer wieder ein schöner Anblick, wie sich der Hürtensteg hier vom Brocken runterschlängelt. Das Wetter ist ganz angenehm, fast windstill. Ist auch ziemlich selten hier in der Gegend. Vor allen Dingen hier an der Nordwestseite des Brockens, hier stürmt es meistens wie verrückt, aber es weht kein Lüftchen. So, jetzt komme ich gleich zum kleinen Brocken. Da unten sieht man den Äckerstausee und die Staumauer, dieses weiße Gebäude auf der Staumauer. So, ich bin jetzt am kleinen Brocken. Markiert ist der kleine Brocken eigentlich gar nicht, also zumindest in den letzten 10 Jahren, in denen ich hier immer mal lang gekommen bin, stand hier nie ein Schild kleiner Brocken, aber auf den Karten ist das hier als kleiner Brocken markiert. Ist hier auch kein richtiger Nebengipfel, bloß so eine vorgeschobene Spitze in Richtung Norden. Ja, da am Waldrand verlief mal der Hannoversche Stieg. Ich habe mich entschlossen, einfach mal hinzugucken, zumal hier auch so ein Trampelpfad in die Richtung geht. Gucke ich mal, ob da noch irgendwas vom Hannoverschen Steg übrig ist. War früher mal hier der wichtigste Weg zum Brocken hoch, bevor der Hürtensteg angelegt wurde. Und ja, von Bad Harzburg aus gab ja noch einen anderen Steg, den Schneelochweg. Der verläuft ein paar hundert Meter weiter in die Richtung. Der kam von Ilsenburg. Das war eigentlich der schönste Weg von Norden her. So, gucke ich mal hin. Oh, ich sehe gerade am kleinen Brocken sind noch Relikte der Grenztruppen.
Oh, so ein schönes Alukabel. Kein Strom mehr drin, ne. Au! Tja, sowas hat bloß die DDR benutzt. Mangels Kupfer. Ich glaube, hier stand mal ein Beobachtungsturm, BT-11. Ganz sicher bin ich nicht, aber ich habe nur Fotos gesehen. Kurz nach der Grenzöffnung. Also kleiner Brocken immer noch. Mein GPS zeigt jetzt an, dass ich genau auf dem alten hannoverschen Steg bin. Und man glaubt es nicht, es gibt ihn noch. Zumindest ist er noch erkennbar. Ich vermute mal, hier sind damals auch Fahrzeuge hochgefahren. Wenn man sieht, noch so rechts und links zwei so eine Spuren. Sind aber ziemlich weit auseinander für Autos. Vielleicht Pferdekutschen. Ja, das wird sein. Der ist ja ein paar hundert Jahre alt, der Steg. Ja, dann gehe ich mal die letzten 200, 300 Meter bis zum Eisernen Tisch hier auf dem alten hannoverschen Steg lang. Nochmal Blick Richtung Süden, wo es zum Brocken hochgeht. Also man sieht den Steg noch. Es war ziemlich von umgestürzten Bäumen beschädigt. Aber, und hier sind auch wieder die blauen Bänder an den Bäumen. Gut, dann gehen wir mal Richtung Eiserner Tisch. Auf dem hannoverschen Steg unterwegs Richtung Eiserner Tisch. Ist noch etwa 300 Meter entfernt. Ja, ich bin hier heute auch zum ersten Mal. Ich habe den Weg schon seit vielen, vielen Jahren immer mal auf den Karten verfolgt und versucht bei Google Earth zu entdecken. Habe immer überlegt, gibt es den noch? Gehe ich da irgendwo mal lang? Hat immer nicht geklappt, weil ich noch woanders hin wollte. Heute hat es endlich mal geklappt. Also was gibt den Weg noch? Also mal wieder eine Dokumentation für die Zukunft. Vermutlich ist der Weg in 20 bis 30 Jahren nicht mehr auffindbar, wenn dann hier alles zugewuchert ist. Naja, vielleicht hält er sich noch 50 Jahre, zumindest von der Erkennbarkeit. Ich hoffe, die alten topografischen Karten zeigen den Weg da noch. So wie das aussieht, gehen hier ab und zu mal Leute lang. Also das ist ein leichter Trampelfahrt, erkennbar, aber deutlich schwächer als am Schneelochweg. Oh, hier ist er schon zugewuchert. Weiter bergab auf dem hannoverschen Steg. Ich bin jetzt noch ungefähr 100 Meter vom Eisernen Tisch entfernt. Und hier liegt noch ein Metallschild. Kann man nicht mehr bewegen. Ist irgendwie ziemlich unter der Erde verschwunden. Ich weiß jetzt nicht genau, was mal drauf stand. Kann man nicht erkennen. Vielleicht war auch eine Plakette drauf, die abgeschraubt wurde. Ob hier mal der Rand vom Schutzstreifen war, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. So dicht an der Grenze und am Grenzzaun irgendeine Markierung, vielleicht aus den 50ern, Grenzgebiet. Dass das hier lang lief. Hannoverscher Steg, der ist in den 50ern bestimmt noch begangen worden. Könnt mir vorstellen, dass das eine Markierung vom Grenzgebiet war. Wer weiß. Naja, das ist ja dann 61 alles ausgedehnt worden. Achso, für alle, die mal herkommen wollen und das Schild besuchen. Ich würde es mal markieren. 51 Grad Nord, 48,689, 10 Grad Ost, 36,446. Also, viel Spaß beim Suchen. Kann man einen Geocache verstecken. Ja, kurz vorm Eisernen Tisch wurde der hannoversche Steg zugepflanzt. Hier sieht man junge Tannen, die sind garantiert erst nach der Wende angepflanzt worden. Damit hier nicht irgendwelche Leute langstöbern, die eventuell noch im Besitz alter Karten sind oder nach topografischen Karten wandern, so wie ich das mache. Das ist ja gar nicht gerne gesehen in der Nationalparkverwaltung, weil da sind ja Wege drauf, die sollte der Wanderer gar nicht kennen. Na gut, ab und zu ein paar Leute, die hier vorbeikommen, machen nichts kaputt. Wir sind Naturfreunde. Wir wissen das, wir schützen die Natur, wir trampeln hier nicht sinnlos rum. Und gucken, dass alles in Ordnung ist. So, dann werde ich mal zum Eisernen Tisch hier um die Neuanpflanzung drumherum gehen. Luke 1166 von YouTube hatte hier irgendwas entdeckt. Da muss ich noch mal kurz hingucken, da bin ich bloß noch 40 Meter von entfernt. Viele Grüße an ihn und auch an Dennis Weltweit. Der schaut jetzt bestimmt auch wieder zu. Ich bin auch immer begeisterter Zuschauer in deinem Kanal. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier weiterkomme. Ist ja total zugewuchert. Ja, viele Grüße nochmal an Luke 1166. Der hatte vor ein paar Jahren hier was entdeckt, hatte mir die Position gegeben. Jetzt komme ich endlich mal dazu, hierher zu gehen.
Also hier liegen noch ein paar schöne Streckmetallplatten vom vorderen Sperrelement rum. Wer noch welche braucht, kann mal gerne herkommen. Position ist 51 Not. Moment, 48,715 Minuten. 10 Grad Ost, 36,367 Minuten. Jo, die sind auch schon ganz schön verrostet. Also ganz so lange hält das Zeug scheinbar doch nicht, wie ich dachte. Als ich damals in Berlin Ende der 80er gedient habe, da sahen die noch schön blank aus. Stahlblau, grau. Naja, gut, so, jetzt gehe ich aber mal schnell zum eisernen Tisch. Der ist bloß noch ein paar Meter entfernt. Mal gucken. So, am eisernen Tisch hier links, den kleinen Pfad, bin ich rausgekommen aus dem Wald. Hier fängt praktisch der Hannoversche Stieg an und geht dann zum Brocken hoch. Ja, irgendwie ist der eiserne Tisch vor kurzem mal beschädigt worden oder umgefallen. Ich hatte irgendwie im Internet sowas gelesen, aber so wie es aussieht, steht da wieder Blitzeinschlag. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht weiß jemand von den Zuschauern, was genau ist oder kann sich erinnern. Also es muss erst in den letzten 2 Jahren gewesen sein. Also der Tisch ist wieder da. Hier stand meine Schutzhütte drüber. Ich glaube, ja, war das die Magdeburger Schutzhütte oder die Hannoversche? Eins von beiden. Die ist, glaube ich, bei der Brockenbombardierung im April von 1945 abgebrannt. Der Tisch hat es überlebt. Ja, hier ist das schöne Trafohäuschen neben dem Tisch. Kann man sich immer gut dran orientieren. Also hier zwischen Trafohäuschen und Tisch reingehen. Besorgt euch die topografische Karte. 1 zu 10.000 vom Brocken gibt es im... Ja, wo gibt es die? Landesvermessungsamt in Magdeburg, da habe ich die immer gekauft. Ja, oder kauft euch die Karten von Garmin, von dem GPS-Hersteller. Da sind alle Wege drauf, die auf den topografischen Karten noch verzeichnet sind. Besonders die auf den 1 zu 10.000, wo wirklich alles drauf ist. Naja, ein paar Sachen sind nicht drauf, aber die können noch nicht alles wissen da im Landesvermessungsamt. Die Schutzhütte unterhalb vom eisernen Tisch. Hier sind auch die schönen Erinnerungstafeln an Heinrich Heine. Die findet man ja am Heineweg von Ilsenburg bis zum Brocken überall. Für alle, die sich ein bisschen näher mit der Literatur beschäftigen möchten. Ich bin den Weg schon oft gegangen, ich kenne das alle schon, aber man schaut immer wieder gerne mal hin. Ja, sind ja viele berühmte Leute in den letzten Jahrhunderten zum Brocken hochgewandert. Heine, Goethe. Peter der Große, der russische Zar, war oben, ist angeblich über die Heinrichshöhe mit irgendeinem Pferdegespann hochgefahren. Da haben sie den Weg angeblich noch verbreitern müssen. Das ist jetzt so ziemlich genau 300 Jahre her, also lange vor Goethe noch. Jo, Sachsen-Anhalt ist noch komplett von Wolken bedeckt. Donnerwetter, das ist das Ilsetal, Eingang ins Ilsetal. Da schieben sich die Wolken rein. Meine Güte. Jo, ist immer noch neblig, wie heute früh bei der Autofahrt. Vorhin konnte man den Ilsestein mal kurz sehen, aber der ist jetzt in den Wolken drin. So. Jetzt kommt einer meiner Lieblingspunkte hier am Hürtenstieg. Hier macht der Hürtenstieg so eine scharfe Kurve, 90 Grad, genau zwischen eisernem Tisch und Bismarckklippe. Bismarckklippe sieht man da schon durch die Bäume und Bäume schimmern so ein bisschen, da gehe ich gleich noch hin. Mal sehen, ob man sie sieht. Naja, nicht so richtig. Und da stand doch mein Beobachtungsturm, BT11, wenn ich richtig informiert bin. Gucke ich auch nochmal. Ups. Und so, hier hat man immer eine wunderschöne Aussicht auf den Eckerstausee. Na, wird mal wieder scharf. So, da ist der Eckerstausee, die Staumauer. Der Scharfenstein. Nur meine Grenzkompanie. Viele Grüße an alle im Grenztruppenforum, die da gedient haben. Und da auf der kleinen Lichtung, da war mal so ein altes Bauerngehöft. Da stehen noch ein paar Überreste, das ist so ein paar hundert Jahre alt. So, ja, immer schöner Anblick. Achso, eins wollte ich noch zeigen. Und zwar, mal sehen, ob man es sehen kann.
genau da. Da ist so ein kleines Haus am Berghang. Da habe ich mich jahrelang immer gefragt, was ist das denn? Ist das irgendwie von Ilsenburg aus? Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, nee, das ist die Gaststätte Rabenklippe im Westharz, also schon auf der Westseite vom Eckertal. Da unterhalb des Gasthauses, da ging mal die Grenze in dem Tal, in der Ecker. Ja, da waren wir auch schon ein paar Mal, recht gemütlich. Angenehme Preise, schmeckt ganz gut. Kann man immer mal hingehen, wenn man im Eckertal lang wandert. Jo, Dorf Eckertal ist wohl auch unter Wolken im Moment. Oh, da kommen irgendwelche Girlies, die machen Krach. So, hier hat man einen schönen Blick zum Torfhaus, zu den Sendemasten. Gut, und weiter geht's. Kurz vor der Bismarck-Klippe stand auch ein BT-11. Tja, hier kann man zumindest noch die Anschlusskabel sehen. Und das Fundament. Oh, kein Strom mehr drin. Schöner Aluminium. Naja gut, ist nichts mehr wert. Im Kupferzeitalter. So, und jetzt zur Bismarck-Klappe. An der Bismarck-Klippe. Da war mal das Familienwappen der Bismarcks dran. Hat die DDR leider entfernen lassen. Ist dann wohl verschwunden oder zerstört worden. Schade, schade. Genauso bescheuert wie die Chinesen mit ihrer Kulturrevolution. Naja. So, um die Bismarck-Klippe muss man einmal ringsrum gehen und dann gibt es eine Möglichkeit hochzuklettern, wenn ich mich recht erinnere. Bin auch, glaube ich, auch erst einmal ganz oben gewesen. Das ist ein bisschen knifflig, dann kommt hier so eine kleine Treppe. Da muss man echt aufpassen. So, ein Fahnenloch. Ich glaube, hier waren mal Grenzer oben. Im Grenztruppenforum, die haben mal irgendwas erzählt. Ach ja, da stand, glaube ich, auch irgendwo was. Einige Leute haben sich hier verewigt. EK 88, nee, 283. Naja, EK war ich auch mal. So, ja, hier hat man eine wunderschöne Aussicht. Das Esetal ist immer noch in den Wolken. Mal nach googeln. So, hier ist der Einstieg zur Pflasterstoßklippe. Gehe ich heute nicht hin. Da hat man eine sehr schöne Aussicht, sind ungefähr 300 Meter. Wenn man hier reinsteigen will, bei 51 Grad Nord, 49,163, 10 Grad Ost, 36,479. 300 Meter, immer links halten, kommt er direkt zur Klippe und da kann man auch den ganzen Nordharz überblicken. Sehr schön, kommt auch kein Mensch hin, abseits der Wege natürlich. Also vorher die Genehmigung einholen. So, da vorne ist die Kreuzung an den Hermannsklippen, da endet die Tour erstmal.